Ja, ich freue mich über jeden, der sich angemeldet hat zu diesem College of Evangelism. Aber bei Evangelisation geht es noch um viel mehr als nur eine Botschaft zu überbringen in Worten, sondern Gott möchte auch, dass unser Leben die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt und vor allem die Gegenwart Gottes. Und das sollen wir Jünger machen. Und bevor du Jünger machen kannst, musst du selbst ein Jünger werden. Und das ist eigentlich der Auftrag. Wir haben es versäumt, jahrhundertelang. Wir haben Kirchenmitglieder gezüchtet. Wir haben Religionsgemeinschaft geprägt. Aber es geht nicht um diese Sachen, sondern um Jüngerschaft. Und Jünger werden so wie der Meister. Und wir haben den Auftrag, wenn wir uns Christen nennen, dann sollen wir Christus immer näher kommen und immer ähnlicher werden. Und da möchte ich euch sagen, in Matthäus 28, 19a heißt es, darum gehe zu allen Völkern, aber fangt dort an, wo ihr seid, und macht sie zu Jüngern. Und dann heißt es immer in der Apostelgeschichte 4,13, die Mitglieder des Hohen Rates waren erstaunt, wie furchtlos und sicher Petrus und Johannes sprachen, denn sie konnten sehen, dass sie ganz einfache Männer ohne besondere Bildung waren. Außerdem wussten sie, dass diese Männer dem engsten Kreis um Jesus angehört hatten. Ich glaube, ihr Lieben, nichts formt uns im Leben so sehr wie die Menschen, denen wir begegnen und die Bücher, die wir lesen. Ja? Mehr Gemeinschaft mit Jesus Christus haben und mehr werden wie Jesus Christus und ihm allen Raum geben in unserem Leben. Die Menschen, die uns beobachten, sollen erkennen, dass wir mit Jesus waren. Und sie sollen mit Eifersucht zu suchen beginnen, mit Eifer zu suchen beginnen, was wir haben. Weil sie in unserem Leben erkennen, wir sind auf einem Weg, der richtig ist. Also, die Jünger Jesus werden erkannt, dass sie dem Wort Gottes glauben. In Johannes 14, 23 und 24 heißt es, wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, wird nicht tun, was ich sage. Vergesst nicht, meine Worte kommen nicht aus mir selbst, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Also, es ist so wichtig, dass die Menschen erkennen, dass wir Menschen sind, die gottesfürchtig sind. Das heißt, wir respektieren die Ordnungen Gottes. Und dann, ihr Lieben, der Jünger wird daran erkannt, dass er Frucht bringt. In Johannes 15, 16, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen, also in Bewegung zu kommen und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, was immer ihr in meinem Namen bittet. Und im Johannes 15, 8 heißt es, lesen wir auch, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Ihr wisst ja genau, die Künstler im Mittelalter, die haben alle Jünger gehabt. Und das Ziel dieser Jünger war immer, so zu werden wie der Meister, Michelangelo, Leonardo da Vinci. Sie wollten sogar noch besser werden. Und auch wir sollen noch größere Werke tun als Jesus. Und wisst ihr, mit den Medien gelingt uns das jetzt, okay? Jesus konnte nur immer zu diesen Menschen predigen, die gerade vor ihm waren. Aber wir können jetzt mit den Medien, mit einer Botschaft Millionen erreichen. Und Gott möchte, dass wir wirklich die Gelegenheiten wahrnehmen, die wir in unseren Tagen haben. Denn die Menschen brauchen Jesus Christus. Der Weg, der Herr ist der Weg, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch ihn. Und das hat mich zur Missionarin gemacht. Dieses Wort hat mich so berührt in meinem Herzen, dass ich gesagt habe, Herr, lass mich jedem Menschen, den ich begegne, wenigstens ein Körnchen von deiner Wahrheit weitergeben. Dann viertens, die Jünger werden an ihrer Liebe erkannt, die sich in der unerschütterlichen Nachfolge Jesu ausdrückt. In Johannes 15, 12, ich gebiete euch einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Und in Johannes 12, 26 steht, wer mein Jünger sein will, muss sich aufmachen, in Bewegung kommen und mir nachfolgen. Denn mein Diener wird da sein, wo ich bin. Wer mir nachfolgt, den wird der Vater ehren. Also ihr Lieben, wir sollen Jesus nachfolgen, koste es, was es wolle. Wisst ihr, viele Menschen wollen Gott Anweisungen geben und sagen, er soll ihnen nachfolgen. Ah, Gott möchte uns Anweisungen geben und wir sollen ihm nachfolgen. Er will die Herrschaft in unserem Leben übernehmen und er sagt, geht hin, macht euch auf.
kennen deine Nachbarn bereits, wer dein Leben ist, Jesus Christus? Wissen deine Freunde, wer die Motivation deines Lebens ist? Ich wurde vor Jahren gefragt, wenn es zu einer Christenverfolgung käme, würde man dich als Christ erkennen, Maria? Sag ich, ah. Die wüssten nicht, dass Jesus meine Motivation ist. Die wüssten, dass ich freundlich bin, hilfsbereit, ja, barmherzig, aber sie wüssten nicht, dass Jesus meine Motivation ist. Und ihr Lieben, da habe ich gesagt, Herr, das muss sich ändern. Bei einer Christenverfolgung will ich so erkannt werden, als Nachfolgerin Jesu, dass sie sagen, das ist hundertprozentig eine. Und heute ist es soweit. Menschen wissen, meine Motivation ist einzig und allein Jesus Christus, mein Herr und Meister, mein Leben, meine Kraft, meine Liebe, mein Alles. Und ich bete, dass Millionen Menschen in Deutschland in diese Jüngerschaft kommen und Deutschland erkannt wird an der Liebe der Menschen für Gott, dass die erste Liebe wieder Jesus Christus wird. Und darum bete ich und vertraue ich, dass Gott Millionen Menschen zieht und ihnen die Gnade schenkt, sich hundertprozentig Gott auszuliefern. Denn ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Ich möchte, dass du 100%er wirst. Dann wirst du die Fülle Gottes erleben. Shalom, Shalom.